feiern die Gastronomen der Stadt heute zum 25. Mal. Und das ist wirklich ein Novum, dass überhaupt auf der Welt sowas als Wirtschaftsförderung gemacht wird. 25 Jahre, lange Zeit. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Also wir sind heute das Berlin, was es eigentlich ist. Und die Preisträger, die es heute gibt, die vertreten ein aufgeschlossenes, modernes Berlin. Berlin ist kreativer als das, was gerade in den USA passiert. Und das macht Berlin und diese Preisträger aus. Sie sind einfach ganz innovativ und offen. Sie haben keine Angst. Heute kann man laufen, kann sich mit allen möglichen Leuten unterhalten, aus der Branche, von den Gästen, aus der Wirtschaft. Als eine der ältesten Bars Berlin diesen jüngsten Preis überhaupt zu kriegen, das macht mich ganz stolz. Ich finde, die Barkultur ist voller toller Charaktere und wir sind nur ein Bruchteil dessen, was man alles findet in der Berliner Bar-Szene. Dieses Jahr war das ganz überraschend, weil ich von der Nominierung gar nichts mitbekommen hatte und habe mich riesig gefreut. Und das ist halt einfach so wie Balsam in einem Teller gepresst. Das ist einfach wunderschön und es fühlt sich super gut an. Berlin ist offener für was Neues, für innovative Konzepte und das ist genau das, was wir auf den Tisch bringen.